Jo moin Leute, herzlich willkommen zur ersten Runde im Krombacher Kreispokal Saison 2024-25 für den Kreis Höxter mit dem Predictions. Die erste Runde. Los geht's heute um 18.30 Uhr SG Becker Meer und dann liegt FC Germato Wormen 2-4. Dann SG Heiligenberg und da liegt SV Germania Bremen von 5-6 nach Elfmeterschießen. SV Bonenburg und da liegt SC Blau-Weiß Weser 2-6. Dann SV 30 Bergheim schlägt SG Spielvereinigung Egge 2-1. SG Scherwerder Rimbeck Brexen und da liegt SV Herte 2-7. SV Borkholz Natzung und da liegt SC Westheim Östdorf 1-3. Dann TuS Lüchtring gegen TuS Bad Riburg. Das Ganze geht 1-2 aus für Bad Riburg. Herzlichen Glückwunsch. SG Nörde-Ossendorf und da liegt 1. FC Nieheim 1-12. SV Fürstner-Bödexen und da liegt SV Dringenberg 1-2. Dann SG Männer-Wohn-Wepel verliert gegen SG Niesen-Siddesen mit 2-6. Ebenfalls 2-6 und da liegt SG Bellersen-Arnetetal den SV Steinheim. Dann SV Höxter gegen FC Beckelsheim Eisenlöwen. Das Ganze geht 5-4 aus für SV Höxter nach Elfmeterschießen. Herzlichen Glückwunsch. SSV Heiligenhausen und da liegt TuS Bodelheim 1-3. Dann um 19 Uhr SG Albachsen-Stahle schlägt VfR Borgentreich 7-6 nach Elfmeterschießen. SV Rielsen gewinnt gegen SV 31 Sandebeck 1-0 und um 18.30 Uhr und am 28.08. um 18.30 Uhr SG Dallersen-Titelsen Roter gegen Spielvereinigung Brakel. Das Ganze geht 2-4 aus für Spielvereinigung aus Brakel. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's von der ersten Runde mit den Predictions im Krombacher Kreispokal für den Kreis Höxter für die Saison 2024-25. So, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Good kick, ciao.